Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns wieder riesig, dass es endlich Montag ist und es wird wieder gebastelt. Fröhlich, munter. Wir stehen in den Startlöchern und wir hoffen natürlich, ihr auch. Wir haben eine Menge mitgebracht und bis Ostern ist es ja gar nicht mehr so lang und deswegen konnten wir uns gar nicht für ein bestimmtes Thema entscheiden und haben gesagt, wir mixen mal querbeet unterschiedliche Techniken und auch verschiedene Bastelideen in dieser Show. Also wir haben sozusagen ein Best-of der schönsten Osterideen, die uns jetzt noch eingefallen sind. Was haben wir denn mitgebracht? Genau, wir haben zum einen ganz viele verschiedene Ei-Dekorationen für euch mitgebracht. Das können große sein, das können kleine sein. Also da ist ganz viel dabei. Dann haben wir euch eine super schöne Idee nochmal mit Holzring mitgebracht. Ihr seht sie hier gar nicht, weil wir hier ganz viele Blümchen noch verarbeitet haben, aber auch hier mal als Hase. Und du hältst die Blümchen schon mal in der Hand. Da sind natürlich ganz viele nochmal mit dabei. Ja, denn wir haben euch wieder ganz besondere Aktionen mitgebracht, die es unter www.ideenmitherz.de gibt. Und natürlich könnt ihr uns auch online, also dieses online, ne? Auch unter der Hotline, die jetzt eingeblendet ist, erreichen. Da könnt ihr auch gerne immer wieder bestellen. Und heute haben wir auch ein paar Floristikelemente mitgebracht, weil das total beliebt ist und super zur Oster- und Frühlingszeit passt, wie zum Beispiel unsere schönen Rosen, die wir hier auch verbastelt haben, aus Papier mit Draht, also ein richtig tolles Angebot. Wir haben einen richtig schönen Buchsbaumkranz, also so ein richtig schön sattes Grün, womit wir auch richtig toll basteln werden. Und das Highlight ist eigentlich unsere Lichterkette mit den 60 LEDs, die so richtig schön nah beieinander sind. Die gibt es heute auch reduziert und natürlich noch eine Menge. Was euch da alles erwartet, werden wir natürlich nach und nach sehen und freuen uns natürlich auf die tollen Bastelideen, sind gespannt, was ihr wieder für Ideen mitbringt und was ihr uns erzählt. Und weil ihr natürlich immer so toll mitmacht, haben wir auch heute wieder ein Gewinnspiel, wo ihr was richtig Tolles gewinnen könnt. Genau, deswegen teilt wieder fleißig dieses Video, am besten bei euch auf eurer eigenen Seite. Und dann werden wir am Ende der Sendung wieder den glücklichen Gewinner oder den glückliche Gewinnerin auslosen. Und dieses Mal gibt es wieder ein prall gefülltes Überraschungspaket zum Thema der Sendung. Das stimmt. Also ich muss sagen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war ich noch so ein bisschen träge. Aber je mehr wir uns jetzt mit der Live-Show am Morgen mit Patricia befasst haben, hat man immer mehr Elan bekommen. Und ich hoffe, ihr startet genauso voller Elan in die Woche. Vor allem mit der Live-Show. Es ist immer ganz gut, ne? Also sonst war der Montag immer so ein bisschen so, Wochenanfang. Und jetzt freut man sich eigentlich riesig, dass die Woche startet. Und wir hoffen auch, dass ihr so genauso das empfindet und gucken jetzt natürlich einmal gemeinsam rein, was ihr uns Tolles zugeschickt habt, denn wir sind auch wieder gespannt, was ihr uns am Bastelarbeiten als Bilder eingesendet Ja, die habt. liebe Bärbel hat unsere Idee mit den beflockten Hasen einmal aufgegriffen. Richtig schön. Sie hat auch geschrieben, dass sie ganz viel Spaß mit den Kleen hatte, dass sie ganz fasziniert vom Basteln waren. Ich finde auch die Idee super, dass man da noch mal Augen aus Perlen gemacht hat. Das gibt dem auch noch mal ein richtig niedliches Gesicht. Ja, total klasse. Und die liebe Silke hat aus unseren Eisstäbchen noch mal unsere Eisschablone aufgegriffen. Das könnt ihr bei uns im Shop finden, die Schablone. Und dann könnt ihr euch so ein riesengroßes Ei aus Eisstäbchen wie so einen tollen Rahmen selber Und das zaubern. niedliche Schaf, das springt da einmal so rein. So, ich will auch mit, das sieht total klasse Auch aus. von der Farbe her. Und vielen lieben Dank an die Petra, denn die hat uns ihren richtig tollen Osterkorb zugeschickt mit diesen niedlichen Häschen. Auch eine schöne Ja, Idee. richtig klasse Ja, geworden. vielen Dank da nochmal. Und die liebe Peggy hat uns auch ganz viele kleine Häschen zugeschickt. Die liebe Sarah hat uns im Vorfeld noch gesagt, dass das ganz, ganz viele Bilder waren und wir konnten nicht alle mitnehmen. Deswegen da ganz, ganz lieben Dank nochmal. Die sehen klasse aus. Auch mit den verschiedenen Papieren und mit den verschiedenen Materialien nochmal. Also wir waren total begeistert von der Vielfalt, die ihr uns wieder mitgebracht habt, wo wir jetzt auch wieder schon am Überlegen waren, was können wir noch mal als Idee mit reinbauen? Das lässt uns ja auch noch mal kreativ wirken. Also danke da noch mal an die richtig tollen Bilder. Und ja, falls ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne immer wieder Bilder an facebook@ideenmitherz.de schicken. Und dann gucken wir uns an, was ihr zu Hause gebastelt habt hier in der Sendung gemeinsam und tauschen uns dann so ein bisschen aus. Also danke da nochmal und falls ihr Lust habt, schickt uns gerne Bilder. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt los. Also wir haben viele verschiedene Ideen heute mitgebracht und eine der Ideen, wo wir gesagt haben, die darf zur Osterzeit überhaupt nicht fehlen, sind unsere Boxen in Eiform, die wir jetzt sehen können. Das Tolle ist, wir können die so vermalen und so verbasteln, wie wir möchten.
Besonders hier ist, dass ihr zwei Stück bekommt, 50% Rabatt habt ihr. Und ihr habt hier eine Aussparung, wo ihr zum Beispiel auch was reinfüllen könnt, wie zum Beispiel Süßigkeiten, wo Patricia und ich uns immer sehr freuen, wenn wir hier Schokolade irgendwo rumliegen haben. Ah. Und ich glaube, viele in eurem Umfeld bestimmt auch. Ich wollte gerade sagen, wer freut sich da nicht, wenn Schokolade am Tisch steht? Und in diesem Angebot gibt es zwei Boxen in Eiform mit dem Sichtfenster. Das Ganze kommt zu euch so nach Hause, dass ihr das in einzelnen Teilen habt und dann könnt ihr das einfach übereinander aufkleben und habt dann nochmal dieses Sichtfenster mit einer Schutzfolie. Und das Besondere hier ist, ihr könnt die entweder drauf lassen und dann hat man so eine mattierte Oberfläche oder ihr nehmt die Schutzfläche ab und dann habt ihr ein klares Sichtfenster, was ihr nutzen könnt. Das Ei hat übrigens eine Höhe von 18 cm und diese Aussparung an der Seite, die ist richtig schön groß. Also da kann man auch größere Sachen reinpacken. 3x3 cm habt ihr da ungefähr in der Größe. 4,98 Euro für die zwei Boxen in Eiform. Und wir gucken uns jetzt einmal gemeinsam an, was wir für Ideen mitgebracht haben, was ihr da alles gestalten könnt. Du hast dir sofort schon das Ei gepackt. Natürlich habe ich mir das Ei gepackt. Hier seht ihr auch nochmal das Sichtfenster. Wir haben das jetzt hier mal mit einer Folie zugemacht, weil sonst würde das im Transport immer rauskugeln. Aber hier könnt ihr natürlich auch die Schokoei immer wieder rausnehmen. Mhm. Oder ihr verwendet das Ganze hier einmal, um die Lichterkette hier einmal reinzugeben als Öffnung für Diamond Painting. Oder auch hier das Multifunktionswerkzeug. Könnt ihr natürlich auch oben in rein Löcher reinbohren und dann mit der Makramee Technik, mit dem Premium-Transfer. Ja. Oder auch hier eine ganz klasse Idee als Spardose für die nächste Reise. Ist auch richtig klasse. Oder wir nehmen mal nur den äußeren Rahmen drauf, ohne der Acrylscheibe. Und können dann so natürlich genauso unsere Floristik reingeben. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann das Ganze beleuchten, wie eine Leuchte gestalten für Süßigkeiten. Als Geschenkverpackung für Gutscheine finde ich das auch immer super. Das ist auch eine tolle Idee. Und natürlich in diesen Ebenen arbeiten. Wenn man das nochmal an die Wand einarbeitet, dann hat man ja immer unterschiedliche Ebenen. Das macht echt Spaß. Genau. Vor allem mit den Premium-Transfermotiven. Eigentlich ist das eine perfekte Ergänzung dazu. Ja, das ist echt super. Ja, hättest du schon so ein Lieblingsei, was du so mitnehmen würdest? Natürlich die mit der Schokolade. Also wenn ich jetzt die nächste Aktion vorstelle, weiß ich, Patricia wird sich bestimmt schon so ein paar zur Seite nehmen. Ich sag nur, leg mir auch ein paar dazu. Dann können wir so ein bisschen naschen. Und wir fragen euch heute mal, wie guckt ihr eigentlich die Sendung? Seid ihr zu Hause? Seid ihr an eurem Basteltisch? Arbeitet ihr da nebenbei und schaut zu? Oder schreibt ihr vielleicht mit die Ideen und entwickelt schon neue Ideen? Erzählt uns mal, was ihr macht, während wir euch hier mit der Sendung alles Neue präsentieren. Ja. Da sind wir mal gespannt, oder? Wie's vielleicht bei euch nascht aussieht. Ihr ja auch gerade ein Stück Kuchen oder so. Manche schreiben ja in den Kommentaren schon, dass sie ein Stück Kuchen mit ein bisschen Kaffee und genießen dann die Zeit mit uns. Können wir auch mal machen mit so einem Kaffee. Können wir machen. Also erzählt gerne, wie ihr den Bastelnachmittag ab 14 Uhr mit uns verbringt. Und währenddessen machen wir direkt weiter. Wir haben natürlich heute unterschiedliche Eier mitgebracht. Nicht nur Eier, auch viele andere. Aber wir gucken uns jetzt noch mal etwas ganz Besonderes an, denn das sind unsere Eier zum Befüllen. Das Ganze sieht so aus, also das sind richtig schön große Eier. Insgesamt bekommt ihr 5 Eier. Transparent. Und das Besondere ist, wir können hier die Kappe abnehmen und können das ganze Ei befüllen. Das Ganze hat eine Höhe von 9,8 cm. Also ich habe ein richtig schön großes Ei, was ihr dann natürlich befüllen könnt mit unterschiedlichen Materialien. Und ihr habt hier 5 Eier für 1,98 Euro. Also hier auch nochmal 50% Rabatt. Unser Tipp ist, wenn ihr zum Beispiel unsere Folienscheiben verwendet, die passen da nämlich optimal rein und sind genau dafür gemacht, könnt ihr euer Ei nochmal ganz anders verbasteln. Denn ihr könnt da die Scheiben mit Transfermotiven, mit unseren Stickern nochmal vollflächig bekleben. Und dann wirkt das so, als würde diese Blume da drin schweben. Da könntet ihr jetzt nochmal noch Streuelemente reinfügen und vieles mehr. Also unser Tipp, falls ihr euch diese Eier sichert, gerne auch die Folienscheiben dazu nehmen. Da habt ihr insgesamt 20 Stück und bei den Eiern habt ihr ja das Angebot mit 5 Eiern. Sozusagen 5 Packungen von, 4 Packungen von den Eiern könntet ihr dann mit einer Folienscheibenpackung kombinieren. Und das ist jetzt eine Idee, wie das Ganze gemacht wird. Erklären wir euch nochmal. Wir sehen jetzt die Artikelnummer auch nochmal eingeblendet. Das ist die 011714. Das sind die Eier zum Befüllen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Nicht nur mit den Folien. Aber wir gucken uns jetzt einmal bei dir an.
was wir alles damit machen können. Wir können natürlich mit Farbe spielen, mit Licht, durch die Öffnung haben wir ganz viele Möglichkeiten. Genau. Ich habe mir jetzt hier einmal das mit Licht geschnappt, weil ich finde das immer ganz besonders schön, wenn wir da mit Licht reinarbeiten. Aber ich zeige euch auch gleich einmal, wie einfach das ist, die zu befüllen, beziehungsweise wie wir mit der Folienscheibe arbeiten. Ja. Und ich habe hier einmal, wenn wir einmal die Kamera schwenken, genau, sehen wir hier schon, ich habe hier einmal Streudiamanten reingegeben. Und hier einmal schon mal die Scheibe vorbereitet. Und da habe ich jetzt einfach mal einen Transparenzsticker aufgegeben. Ihr könnt natürlich auch genauso gut einen Premium-Transfer. Und jetzt überlegt ihr euch oder denkt ihr euch natürlich, wie kriege ich das jetzt hier rein? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt die Scheibe, die ist ja flexibel, und rollt die so ein, dass ihr praktisch hier so eine Rolle habt. Und jetzt könnt ihr die hier reinstecken, ohne dass irgendwas passiert. Lässt die so ein bisschen aufploppen, dann schüttel ich meistens hier unten so ein bisschen, dass beide Elemente so auf beiden Seiten sind. Und jetzt müssen wir natürlich einmal nochmal den Deckel zumachen. Da haben wir hier so einen Spannverschluss, das heißt, ich gebe hier das eine und die andere Seite hier einmal rein. Hier natürlich gucken, dass man sich die Ecken nicht verbiegt, und dann wird das einfach drüber gestülpt. Und schon ist mein Ei jetzt hier einmal fertig. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr habt ja 20 von diesen Folien zum Reinstecken, ihr könnt euch die natürlich auch immer wieder unterschiedlich weitergestalten. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Frühlingsmotiv, ihr habt hier bloß 5 Eier. Das heißt, ihr könnt dann natürlich immer wieder für jedes Ei 4 verschiedene Einleger machen. Stimmt, man kann und immer die wechseln. Dann immer wieder wechseln. Das heißt, wenn ich das hier oben jetzt eigentlich relativ neutral bebastle, kann ich das natürlich richtig schön weitergestalten. Ich finde das Besondere an diesen Folienscheiben, die sind ja transparent, und das wirkt wirklich so, als würden diese Blumen in diesem Ei schweben. Also man ist fasziniert, wie man das eigentlich hinbekommen hat, so einen Effekt da zu zaubern. Genau, und hier sehen wir jetzt einmal, hier haben wir mal mit einem silbernen Premium-Transfer gearbeitet. Das geht natürlich auch richtig schön. Oder wir arbeiten statt mit den Streukristallen, die ich ja hier einmal reingegeben habe, haben wir hier jetzt mal Perlchen reingearbeitet. Das geht natürlich auch, weil wir hier oben ja eine sehr, sehr große Öffnung haben. Also ich kann dir schon mal sagen, nach der Sendung müssen wir auf jeden Fall mal gemeinsam durchlesen. Es ist total interessant, wie ihr die Sendung mit uns guckt. Manche sind auch am Basteln, manche sind in der Küche am Kochen, manche bügeln sogar. Ach, also es ist echt interessant, was ihr nebenbei dann macht. So, hier einmal auch mit der Trennscheibe gearbeitet und hier einmal ein Stickmotiv drauf gegeben, das ein bisschen zugeschnitten, einmal reingegeben, und von der Rückseite, weil ich ja oben noch was reingeben kann, haben wir hier einmal Federn reingearbeitet. Aber mit den Federn auch richtig toll. Wir können komplett in Weiß. Genau, aber auch mal nur Federn reinarbeiten, sieht auch richtig klasse aus. Oder hier das Ganze wieder mit Licht. So, hier haben wir nämlich mal in einer Licht reingearbeitet und haben das Ganze von oben nach unten einmal mit Mika so ansatiniert, oben ganz, ganz dick mit dem Glasmalmedium und sind dann hier runter auslaufend gegangen. Das geht natürlich auch. Oh, das ist ein toller Effekt. Oder hier unsere Glasmalfarbe, und zwar nicht von außen aufgetragen, sondern von innen einmal reingegeben, das Ganze, dann mit so leichten Drehbewegungen die Farbe innen drin geschwenkt und dann einfach kopfüber trocknen lassen, und dann bekommt man auch so einen richtig schönen Effekt. Nochmal ein Premium-Transfer drauf und schon sieht das richtig klasse aus. Und da bei der Lichterkette auf jeden Fall nochmal dran denken, wir haben gleich auch ein Angebot mit unserer tollen LED-Drahtlichterkette, wo wir diese minimalen Abstände zwischen den LEDs haben. Immer eine 1,5 cm Abstand, wodurch ihr natürlich eine super Leuchtkraft habt. Also wir blenden es schon mal ein, das machen wir ja normalerweise nicht, aber da ist schon mal das Angebot, und das ist wirklich klasse. Plus Timer-Funktion. Ja, das sieht klasse aus. Und wenn wir jetzt einmal nach vorne schauen, da habe ich nämlich auch nochmal, das hat nämlich die liebe Inge uns nochmal gestaltet, hier einmal mit nochmal einen Kranz nochmal drumherum, und auch hier ist das Ei wieder mit der Glasmalfarbe bearbeitet. Was sehen wir denn da in der Mitte vom Ei? Ja, da ist nämlich unsere Reliefpaste hier noch mit dabei, und die ist auch nochmal mit Mika nochmal weiter gestaltet. Und auch hier, man sieht es hier schon am Batteriefach, sitzt natürlich wieder unsere Lichterkette drumherum. Dieses Mal halt rumgedrahtet, das kann man ja machen, wie man möchte. Und alle, die sagen, oh, Silikonform, unsere Dekormatten und Reliefpaste, finde ich total interessant, weil wir ja doch einige Motive haben zur Osterzeit. Freut euch da auf jeden Fall auf nächste Woche. Ach, ich wollte nicht sagen, aber Hauptsache du sagst es wieder. Ein bisschen darf man ja so plaudern. Ihr könnt euch dann schon mal freuen, da kommen wieder interessante Ideen. Weil wir haben ja diese Woche auch so ein bisschen mit Diamond Painting kombiniert. Das könnte man jetzt auch mit den Reliefpasten machen. Wir waren schon eben am Überlegen, und Wendy hat sich schon alles geschnappt und angefangen.
so ein bisschen für die nächste Woche zu arbeiten. Ja. Aber ich finde es immer witzig, weil Silvana sagt immer am Anfang, nein, wir sagen das nicht, nein, wir sagen das nicht. Und dann immer während der Sendung, ja, wir hauen es einfach mal raus. Ich bin dann auch zu euphorisch. Ich kann es dann auch nicht für mich behalten. Da denke ich mir so, ja, wir erzählen es einfach, ist doch egal. Wir sind unter uns. Verratet es keinem, dann kriegen wir auch keinen Ärger, oder? Genau. So, wir machen weiter. Das waren jetzt zwei Möglichkeiten, wie man Eier befüllen kann. Und jetzt kommt ein Artikel, wo man sich natürlich denkt, hä, Ostern? Warum? Es dreht sich jetzt alles um unseren Papierdraht, den wir in drei verschiedenen Farben haben. Sehen wir hier nochmal. Einmal in Natur, einmal in diesem tollen Dunkelgrün und sogar einmal in Schwarz. Ihr habt hier insgesamt 10 Meter pro Farbe auf der Rolle und jede Rolle kostet 1,93 Euro. Was ihr Tolles damit zaubern könnt, werden wir euch gleich zeigen. Zum Beispiel könnt ihr Sachen umwickeln damit. Ihr könnt kleine Akzente auf Karten setzen. Mit dem Papierdraht, weil der Kern innen drin ist ja aus Draht, könnt ihr euch so richtig tolle Motive zaubern. Oder auch vielleicht so ganz kleine Details schaffen. Was Patricia mir heute Morgen gezeigt hat, fand ich richtig klasse, weil wir hatten eigentlich, ihr müsst euch das vorstellen, die Show steht dann meistens und einer läuft immer hierhin, Patricia, ich, Wendy oder Sarah oder irgendwer hier aus der Kreativabteilung und sagt, ah, ich hatte am Wochenende noch eine richtig tolle Idee. Und schaut mal, was da Schönes entstanden ist aus unserem Papierdraht. Und wir werden euch gleich Schritt für Schritt erklären, wie das Ganze funktioniert. Also dieses niedliche Häschen, wieder kombiniert mit der Lichterkette. Ja. Ganz einfach gestaltet. Sieht aber super toll aus. Könnt ihr jetzt natürlich auf euren Karten verwenden, in unsere Metallringe einbauen oder aber auch ans Fenster als Dekoration aufhängen. Also unser Papierdraht heute und morgen reduziert. Und wir haben eben ja schon gesprochen, 1,93 Euro, die Artikelnummern für die jeweiligen Farben sehen wir jetzt auch eingeblendet. Wir haben ja eben so ein bisschen gesprochen, damit kann man wirklich ganz viel machen, seien es irgendwie so kleine Details oder auch mal Formen. Das ist so ein Bastelhelfer oder so ein Bastelmaterial, was man so immer an seiner Seite haben muss. Und dann kann man immer wieder, wie bei der Floristik, was damit zaubern. Ja, immer so detailreich. Genau, und vor allem das Schöne ist, er ist nicht so... so hart, also so steif. Oftmals haben wir ja bei Draht, wenn wir mit Draht arbeiten, dass das dann so steif ist. Und der Papierdraht, der schmiegt sich nochmal so richtig schön an. Das ist halt nochmal so das Schöne. Und ich habe ihn hier schon die ganze Zeit in der Hand, weil das ist wirklich eine Idee, die ist heute last minute entstanden. Ja, die besten Ideen. Ja, also kam hier heute Nacht beim Schlafen und dann war ich so heute Morgen zu Silvana, ich so, na, soll ich nicht, wollen wir das noch zeigen? Auf jeden Fall. Also die sind ganz, ganz frisch entstanden und was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur Papierdraht, je nachdem, in welcher Größe ihr es machen wollt. Ihr könnt es natürlich auch ganz, ganz, ganz groß machen. Mhm. Ich zeige euch jetzt die Version mit 2 Meter, das heißt, wir brauchen 2 Meter vom Draht. Mhm. Und dann würde ich sagen, genau, switchen wir einmal und suchen wir uns natürlich erstmal beide Enden. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier keinen Drehwurm da reinkriegen. So, wir nehmen uns beide Enden hier einmal zusammen. Dann, sorry Silvana, ich habe hier gerade die Blumen drunter geschnitten. geschnitten. Dann nehme ich hier einmal das Ende und drücke das hier einmal zusammen. Und jetzt führe ich die beiden wieder zusammen. Das heißt, dass wir 4 Stränge haben. So. Seht ihr das? Und jetzt verdrehe ich das Ganze hier richtig schön streng. Ich habe hier meine Schlaufe einmal und drehe das Ganze hier einmal durch. Zwischendrin kann ich dann auch noch mal hier loslassen und fange hier jetzt an, hier vorne noch mal entgegenzudrehen. Und ihr seht hier schon, hier bleibt es auch schon in der Position. Und das mache ich jetzt, bis ich ganz hinten bin. So, ich hoffe, die Heißklebe ist schon heiß. Die brauchen wir jetzt nämlich gleich. So, das machen wir jetzt natürlich hier mit der Schlaufe auch nochmal. So, und das drehen wir jetzt hier komplett bis zum Ende und drücken das hier zusammen. Also, dass wir hier auch ein verschlossenes Ende haben. Und jetzt haben wir hier unsere Schlaufe bzw. unsere Schnur fertig gemacht. Und jetzt können wir hier anfangen, das Ganze dann hier zu so einem Kreistropfen zusammenzugeben. Und das hält ja jetzt noch nicht. Das heißt, ich greife jetzt mal hinter mich, hole mir einmal die Heißklebepistole nach vorne. Und gebe jetzt hier ungefähr, wo ich jetzt meine, da passt es mir, gebe ich das hier einmal zusammen. Halte einen Moment. Da sieht man jetzt auch schon so. Die Form. Genau, jetzt haben wir hier einmal die Form. Und jetzt nehme ich das eine Ende und knicke es einmal hier so nach unten. Gebe jetzt hier unten einmal wieder einen Tropfen Heißkleber dran.
Du musst mir heute viel assistieren. Das ist kein Problem. Drücke das jetzt hier einmal fest. So, jetzt haben wir das eine Öhrchen fertig. Und das zweite Öhrchen machen wir jetzt hier auch noch zu einer Schlaufe. Mhm. Das kleben wir jetzt hier auch noch einmal dran. Also hier wurde noch mal gefragt, wie kann man, ich glaube, allgemein das Batteriefach gut verstecken. Also mein Tipp ist immer, wenn man es zum Beispiel aufstellt, kann man es wie so ein Podest benutzen. Dann könnt ihr das anmalen, mit Floristik abdecken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja. Oder zum Beispiel mit Holzstäbchen komplett abdecken. Dann sieht das noch mal so ein bisschen rustikaler aus. So, und jetzt das Ganze hier oben, dass wir das noch kaschieren. Dann habe ich mir jetzt einfach so ein kleines Röschen genommen. Das können wir jetzt hier noch dran setzen. Und normalerweise würde ich mir jetzt noch mal ein bisschen Floristik noch dazu holen, so ein bisschen Grün noch dazu. Und dann sehen wir jetzt hier schon einmal, wenn ihr das noch mit Draht weiterarbeitet, wie das Häschen entstanden ist. Also es geht ganz, ganz schnell. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein bisschen weniger Draht nehmt, dann könnt ihr natürlich auch eine richtige Hasenfamilie noch gestalten. Das ist jetzt mit 1,50 Meter Draht. Die beiden hier sind jetzt mit jeweils 2 Meter Draht gemacht. Ihr könnt natürlich spielen. Ihr könnt das natürlich noch größer machen. Umso mehr Draht ihr natürlich nehmt, umso größer wird das Ganze dann und auch. Und man hat natürlich verschiedene Farben. Also man könnte die Häschen jetzt auch in dunkelgrün, in diesem Naturton, könnte man das auch noch mal machen. Das ist auch möglich. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, außer diese niedlichen Häschenfiguren? Mir ist eben eingefallen, als ich dieses Ei weggetan habe, man könnte das auch größer machen ohne die Häschenohren und zum Beispiel das Ei da reinsetzen, wie so ein Ring. Geht in natürlich Eiform. Auch. Ja. Ja, oder man nimmt das als Basis und könnte das ja natürlich auch dann hier einmal rumgeben. Oh, und dann ja. hat unser Ei hier dann zum Beispiel auch noch Öhrchen. Ich mache es mal so rum. Müsste jetzt ein bisschen größer sein, könnte man natürlich auch machen. Ihr seht, wir sprudeln hier schon wieder komplett los. Ihr könnt aber natürlich auch noch andere Formen, also ähnlich wie das Prinzip jetzt hier ist, könnt ihr natürlich auch noch andere Formen machen. Hier haben wir zum Beispiel eine Libelle, da haben wir auch einmal den Körper gemacht, genauso wie ich es euch gezeigt habe, auch einmal verdrahten, dann einmal die Flügel biegen und die könnt ihr jetzt zum Beispiel auch hier einmal an einem Ring noch mal dran gesetzt werden. Das wäre jetzt hier zum Beispiel auch noch mal eine Möglichkeit. Oder wir machen einen Schmetterling, der ist ähnlich. Das heißt, da sind wir dann zum Beispiel hergegangen, haben uns erstmal Schlaufen gemacht und haben die dann hier in der Mitte einfach nur noch mal rumgedrahtet. Seht ihr hier ganz schön. Und dann hier noch mal die Fühler. Das könnte natürlich jetzt auch hier einmal schön hier einmal dran sitzen. Das gibt jetzt auch die Idee, dass man natürlich Schleifen damit gestalten kann. Dann kann man auch seine Schleife so groß machen, wie man möchte. Und hier sehen wir nochmal, dass ihr das natürlich um etwas umwickeln könnt, um dem eine ganz andere Optik zu geben. Genau, hier haben wir das Ganze nochmal als Ei nochmal in ganz groß nochmal gemacht. Aber vielleicht gucken wir uns das gleich auch nochmal von vorne an. Dann können wir uns das nämlich nochmal genauer anschauen. Noch also mal. Unseren Metallring in Schwarz komplett mit dem Papierdraht. Genau, umwickelt. Mit dem Papierdraht umwickelt, dieses Mal in dunkelgrün jetzt mal. Und dann von innen unsere 60er Lichterkette drum gegeben. Sollte euch die mal, wir haben bewusst extra die lange genommen, sollte die euch mal zu lang sein, ihr könnt das jederzeit kürzen. Und hier in dem Fall würde ich jetzt einfach das Batteriefach als Aufhängung verwenden. Vielleicht mit Magic Tape einfach dran geben, das sieht auch immer richtig klasse aus. Und dann haben wir hier, ich greife mal nach vorne, auch nochmal eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist jetzt einmal unsere Betonkerze, auch die einmal zur Hälfte ummantelt. Das sieht auch richtig klasse aus. Willst du da schon was für nächste Woche verraten? Du darfst diesmal, Patricia. Diesmal darf Sag ich. Du's. Da haben wir auch nächste Woche ganz tolle Ideen. Und vielleicht dir. Sogar im Angebot. Das hast du gesagt. Ich habe nur gesagt Ideen. Ja, ich verrate es einfach. Also das auch wirklich, also ich liebe diese Betonkerzen. Also ich habe die auch bei mir zu Hause stehen. Das sieht immer richtig klasse aus. Einfach die so schon schön mit dem Papierdraht. Bei mir zum Beispiel stehen sie einfach nur unbebastelt zu Hause, bei mir auf der Fensterbank. Und ihr habt natürlich die Sicherheit, ihr habt keine offene Flamme. Das heißt, auch mit Haustieren ist das klasse. Also ich muss ja sagen, manchmal suche ich mir Artikel bei uns im Shop, mit denen wir ganz wenig gemacht haben, weil ich finde, dann ist man erst recht total kreativ. Und wir überlegen dann immer, okay, damit haben wir noch nie gebastelt, haben noch nichts gemacht. Und wir standen da wirklich, Papierdraht, ja klar, wir können Sachen umwickeln, wir können Schleifen gestalten. Da meinte ich, versucht mal eine Libelle, einen Schmetterling. Und Patricia kam und meinte, Libelle? Ja klar, easy, mache ich. Hat sie fertig gemacht? Mein erster Kommentar dazu war so,
Wie, jetzt eine Libelle aus Papierdraht? Ich habe eine Libelle aus Perlen, aber warum denn aus Draht? Mhm. Und dann so, ich so zu Fanny, nee. Und dann, ach doch, komm, gib her. Ja, und wie lange habe ich gebraucht? Ist nicht mal 2 Minuten. Also es war total, sie so, weiß ich nicht. Und dann fing sie schon an, am Rumspielen und meinte so, hier, fertig. Und sah schon total toll aus. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man sich mal Bastelmaterialien zu sich nimmt, mit denen man noch nicht viel gearbeitet hat. Und wir konnten gar nicht mehr aufhören, damit zu arbeiten. Also wir hatten wirklich 1 bis 2 Ideen und jetzt sieht man immer und immer mehr Sachen. Und deswegen unser Tipp, legt das immer bei euch im Bastelbüro zur Seite. Oh, ich habe noch das Häschen gefangen. Und dann könnt ihr das immer wieder, auch nur wenn man es als Detail benutzt, irgendwo nochmal mit reinkombinieren. Was ich hier auch gerade, was mir gerade einfällt, nochmal ganz cool machen könnte, wenn man hier jetzt einen Schriftzug zum Beispiel aus dem Papierdraht formt. Einfach eine Vorlage sich vielleicht ausdrucken oder so. Mhm. Oder viele haben auch eine super schöne Handschrift. Dann vielleicht in groß einfach mal Welcome oder herzlich willkommen oder so schreiben. Und dann das einfach mit dem Papierdraht nachgeben und dann in so einen Ring rein. Finde ich auch eine schöne Idee. Also ich glaube, nix im Hintergrund. Könnte einer unserer Lieblingsartikel werden. Ja, ich finde das klasse. Das sind so Kleinigkeiten, die man bei sich hat und damit kann man ganz viel zaubern. Also wir werden uns jetzt gleich noch ein paar weitere Bastelideen angucken. Wir haben ja gesagt, heute wird alles bunt gemixt. Gleich kommen noch tolle Ostereier zum Aufhängen für unsere Ostersträuße. Patricia hat uns das sogar komplett mit Diamond Painting Steinen belegt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber jetzt endlich kommen wir zu unserer, ist das unsere Lieblingsidee der Show? Es sind alles irgendwie unsere Lieblingsideen, okay, aber auch. Ja, mit einer der wirkungsvollsten. Also die tritt, glaube ich, besonders hervor. Also unser richtig toller Hase, voll bestückt mit unseren Röschen in Kombination mit der Lichterkette. Und wenn ihr euch fragt, wie wir das gezaubert haben, ganz einfach. Und wir brauchen dafür, wer hätte es gedacht, unsere Holzringe. Und die sind heute und morgen auch reduziert. Wir brauchen 2 unterschiedliche Größen, haben euch aber noch mal eine weitere Größe dazu getan. Warum, erklären wir gleich noch mal. Wir sehen hier einmal, wenn wir vielleicht noch mal mit der Kamera gucken, die unterschiedlichen Größen der Ringe. Einmal hier die ganz große Größe, die wir bei uns haben mit 12 cm Durchmesser. Die haben wir nämlich 4x und einmal die mit 10 cm Durchmesser, die gibt es auch 4x. Und dann haben wir unsere etwas kleineren Holzringe dazu getan mit 5 cm Durchmessern. Von denen gibt es insgesamt 10 Stück. Und jede Größe ist 50% reduziert. Artikelnummern sehen wir jetzt eingeblendet. Und das Tolle hier ist, ich könnte natürlich diesen schönen Hasen damit zaubern, aber auch euch Aufhängungen gestalten. Wir haben es eben gesehen, mit dem Draht zum Beispiel umwickeln. Ihr könnt das aufhängen, ihr könnt das aufstellen, verschiedene Designs damit zaubern. Ihr könnt die übereinander aufkleben und dann habt ihr sowas wie ein Podest oder eine kleine Schale. Das ist auch möglich. Also viele kreative Möglichkeiten. Und bei den kleinen Eiern könnt ihr zum Beispiel die kleineren Holzringe nehmen, übereinander tun und dann könnt ihr euch sogar so tolle Untersetzer gestalten für unsere Eier. Auch mit unterschiedlichen Größen ist das möglich. Also die verschiedenen Holzringe in den 3 Größen, die wir gleich verbasteln werden, 50% Rabatt. Die kleinste Größe gibt es dann für 1,25 Euro. Die zweite Größe dann, da muss ich einmal rüber gucken, 2,98 Euro. Und die ganz großen für 3,98 Euro, womit ihr dann natürlich tolle Ideen gestalten könnt. Dann geht es weiter mit unseren Blümchen. Über die haben wir ja schon am Anfang der Sendung gesprochen. Das sind unsere Dekoblüten in Rosenform. Ihr habt 10 verschiedene Designs und von einer Farbe habt ihr immer 9 Stück in einer Packung. Das bedeutet, ihr habt hier insgesamt 90 Rosen aus Papier auf Draht und die sind auf 4,48 Euro reduziert. Also 50% für diese tollen Rosen, die ihr natürlich so ein bisschen auch mal kleiner, mal größer gestalten könnt, spielen könnt. Und die haben wir ausgesucht, weil die in den letzten Wochen haben wir die immer wieder mal als Detail irgendwo verbastelt. Und ganz oft wurden in den Kommentaren, habe ich gelesen, gefragt, was wurde da für Floristik verwendet. Und deswegen hier nochmal eine schöne Überraschung für euch, weil das so beliebt ist. Unsere Dekoblüten mit 50% Rabatt. Die Artikelnummer sehen wir auch nochmal eingeblendet. Damit werden wir jetzt gleich unser Häschen gestalten. Und jetzt kommen wir zu unserer
einer der besten Aktionen heute. Und da komme ich mal so einen Schritt näher. Unsere LED-Drahtlichterkette mit den 60 LEDs. Und wir sehen hier, wie toll der Abstand zueinander ist. Also 1,5 cm Abstand und dann kommt schon das nächste LED. Und ihr habt hier insgesamt 60 LEDs mit der Timer-Funktion. Das Ganze, was ihr dann noch benötigt, sind die Batterien und dann könnt ihr loslegen und die hat eine wirklich richtig tolle Leuchtkraft, mit der ihr eure Bastelarbeiten echt faszinierend zaubern könnt. So, da sehen wir sie jetzt nochmal. Wir sind gespannt, was ihr von dieser Lichterkette haltet, also eigentlich unser Bestseller heute. Und wir wünschen euch viel Spaß damit. 3,47 Euro kostet die. Die Artikelnummer ist jetzt eingeblendet, die könnt ihr euch sichern. Und natürlich haben wir euch viele Ideen mitgebracht, neben dem Hasen. Aber was wir jetzt damit machen können, schauen wir einmal rüber zu Patricia, denn die hat schon ihr Häschen in Rohversion vorbereitet. Sieht so ein bisschen kahl aus. Ja, sieht so ein bisschen kahl aus. Also ich habe mal eine 8 vorbereitet für euch. Mhm. Ist natürlich auch schön für einen Kindergeburtstag, jetzt zum Beispiel für den 8. Geburtstag. Ja. Einfach mal zwei so Holzringe mit ein paar Blümchen oder Lichterkette ist doch auch ganz schön. Ja. Wenn ihr mir das schon vorbereitet, also ihr braucht zwei unterschiedliche Größen von den Ringen. Die sind jetzt einmal mit Heißkleber zusammengeklebt. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte es ein bisschen noch stabiler haben oder so, dann könnt ihr hier auch noch mal ein bisschen Draht hier dazwischen packen. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt es, müsst es nicht. So, und dann schauen wir jetzt einmal uns das Ganze hier einmal an. Ich habe jetzt hier einmal meinen Ring hier und die ganzen Blümchen. Die Blümchen kommen ja immer mit, hier seht ihr, so einem Draht zu euch nach Hause. Der wird jetzt einfach hier einmal mit einer Allzweckschere oder mit einem Seitenschneider hier einmal abgekniffen und dann haben wir hier die Blümchen schon. Und jetzt können wir einfach hergehen und geben immer einen Klecks auf und drücken da in unseren Heißkleber die Blümchen. Und so arbeiten wir uns praktisch komplett einmal um die Form drumherum. Ihr könnt das Ganze jetzt, weil ihr bekommt ja so viele unterschiedliche Farben, in einer Farbe oder in zwei Farben machen. Je nachdem, wie ihr es haben möchtet, auch ruhig hier unten dann gleich mal eine mit dazu. Also ihr ummantelt praktisch den Ring. Ihr müsst nur halt nicht komplett rumgehen. Also das müsst ihr nicht. Ihr könnt es natürlich auch, dass ihr von der Rückseite das Ganze natürlich auch ummantelt habt. Ja. Aber es geht natürlich super schnell und easy. Und das macht ihr jetzt einmal komplett einmal um euren Hasen einmal mit Blümchen zu gestalten. Ich mache jetzt mal nicht mehr, sondern zeige euch jetzt gleich einmal, wie wir die Öhrchen dazu gestalten. So, ich schiebe das mal kurz auf die Seite und dann gestalten wir uns unsere Öhrchen. Und zwar brauchen wir hier von dem Papierdraht, gibt es jetzt zwei verschiedene Versionen. Ich habe jetzt einmal, entweder ihr macht es doppelt, dann braucht ihr 60 cm oder ihr macht es einfach, dann braucht ihr 30 cm. Ich zeige euch einmal die einfache Version, das heißt, ihr nehmt euch das hier einmal so zusammen, dass ihr so eine Schlaufe habt. Hier unten dreht ihr das schon mal zu, damit wir hier unten schon mal eine Fixierung haben. Und jetzt ziehen wir das Ganze einfach nur nach oben und knicken das. Und dann können wir das Ganze wieder so ein bisschen aufdrücken und schon ist unser Hasenohr jetzt hier einmal fertig. Das wäre jetzt einmal die doppelte Version. Wenn ihr sagt, oh, das ist mir jetzt aber zu lang, dann könnt ihr dann natürlich einfach hier runtergehen und dann einfach hier nochmal zusammendrahten. Und könnt das natürlich auch so anpassen, wie es euch besser gefällt. Und für die doppelte Version nehmt ihr jetzt einmal hier wieder den Draht, dreht den jetzt wieder zusammen, wie ich euch das vorhin einmal gezeigt habe bei dem Hasen. Das habe ich hier einmal schon mal vorbereitet. Nehmt das jetzt hier auch wieder einmal zusammen. Dreht das unten jetzt auch wieder hier zusammen, dass ihr hier die Form habt. Wieder nach oben, einmal hier oben knicken und wieder leicht aufbiegen. Und dann hatten wir jetzt hier einmal die zwei verschiedenen Versionen, wie das Häschen nochmal aussieht. Also das wären jetzt hier zwei Möglichkeiten, wie wir das Ganze gestalten können. Und Silvana hält vorne schon einmal den Hasen nochmal in der Hand. Dann können wir ihn nochmal ganz genau nochmal im Detail anschauen. Ich glaube, wir gucken uns den auch mal so ein bisschen näher an. Also hier einmal die Hasenöhrchen, die Patricia dann nochmal erklärt hat. Man kann die doppelt gestalten, finde ich auch schön. Dann sieht das so ein bisschen üppiger aus oder nochmal so ganz schlicht. Und hier sehen wir nochmal, wie toll diese Ringe mit diesen Rosen ausgestattet worden sind. Und durch diese runde Form von diesen Holzringen habt ihr dann auch direkt dieses Dreidimensionale. Und schaut mal, wie die Lichterkette sich richtig schön da einbaut und da so echt klasse aussieht. Also die Leuchtkraft ist wirklich immens. Und die Leuchtkraft dieser Lichterketten, das ist ja wirklich faszinierend, wie nah diese LEDs sind. Also man muss gar nichts mehr um bestimmte Sachen umwickeln. Das sehen wir zum Beispiel auch hier. Denn wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Metallring habt, haben wir das ja normalerweise umwickelt.
Du magst ja zum Beispiel die Version lieber, hast du mir erzählt. Das magst du lieber. Aber man könnte jetzt, dadurch, dass die so nah beieinander sind, das einfach nur um den Metallring setzen. Ja. Und es hat schon dieselbe Leuchtkraft. Genau, das ist eben das Schöne, dass wir natürlich jetzt hier diese Lämpchen so in so einem sehr, sehr nahen Abstand haben. Also da bleibt es euch jetzt über euch überlassen, wie ihr es machen will. Ihr könnt es auch natürlich innen reinsetzen. Hier sehen wir wieder meine Version, wie es ich halt schöner finde. Einfach umwickelt, umdrahtet das Ganze. Könnt ihr natürlich auch machen. Und hier ist auch nochmal eine Idee, nur mit den Holzringen. Das hat die Inga gestaltet. Und zwar hat sie hier einfach mal Holzringe mit Heißklebe übereinander geklebt. Und dann haben wir hier mit der Kosmosfarbe in diesem wunderschönen Terrakotta-Ton. Ja, die ganz neu ist. Die ganz neu ist, einmal schon mal gestaltet und dann noch ein paar Sukkulenten noch mal reingegeben. Also faszinierend, was man wirklich mit dieser Lichterkette machen kann. Und ich reiche dir jetzt noch mal den Hasen dazu, dass der wirklich voll gefüllt ist mit diesen Rosen. Ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen, oh, der sieht total romantisch aus, total liebevoll. Und hier auch, was ich klasse finde, es wird ja oft gefragt, heute auch in den Kommentaren, wie verstecke ich das Batteriefach? Und das wäre eine Möglichkeit. Genau, in dem Fall ist das sogar unser Fuß unten, wo wir gestaltet haben, einfach so hinsetzen, damit ihr den Hasen natürlich auch aufsetzen könnt. Mhm. Also der steht auch einwandfrei, also das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Und hier seht ihr nochmal, wie üppig der jetzt wirklich Blüte an Blüte gesetzt ist. Und dadurch, dass es Papierblüten sind, kann man die auch so richtig schön aneinander setzen. Und wie gesagt, ihr müsst es nicht komplett machen. Ihr könnt jetzt auch, hier haben wir die Rückseite freigelassen. Mhm. Ihr könntet jetzt aber natürlich auch genauso gut von der Rückseite hergehen und könntet die natürlich hier auch noch mal voll mit den Blümchen belegen, dann würdet ihr das natürlich alles noch kaschieren. Ja. Muss natürlich nicht, aber das sieht so natürlich richtig klasse aus. Ich habe jetzt eben in den Kommentaren gelesen, es wurde gefragt, wie viele Rosenpackungen, also Blütenpackungen braucht man. Ich habe grob die gelben gezählt und habe 19 Stück, glaube ich, gezählt. Also so 2 bis 3 Packungen und dann bleibt immer noch viel übrig, weil wir ja hier nicht alle Farben benutzt haben. Genau, wir haben natürlich nicht alle Farben benutzt. Also wenn ihr natürlich alle Farben benutzen möchtet, ihr habt da hier natürlich eine total tolle Auswahl. Mhm. Ich persönlich würde jetzt mich natürlich an denen hier orientieren. Ich glaube, ich wäre dann bei dem. Mhm. Genau, du wärst eher bei dem, aber man kann jetzt zum Beispiel, sie passen alle zusammen. Wenn ich jetzt die beiden jetzt zum Beispiel mal rausnehmen würde, ist das super harmonisch. Genau. Und dann hätte ich jetzt das Gelbe und das Rot jetzt hier nicht mit dabei. Rot. Hebt euch auf, Muttertag kommt. Richtig, ja. Da auf alle Fälle das Rot aufheben. Aber ihr könnt da echt spielen miteinander und habt dann natürlich so auch wirklich schön viel in der Farbkombi. Ja, das muss man wirklich der Packung lassen. Und hier, Wendy hat uns den ja vorbereitet. Sie ist mehr so in diese Gelb-, Flieder-, Rosatöne gegangen. Ja. Auch eine tolle Kombination. Also da seid ihr frei, welche Farbwahl ihr gerne präferiert. Ich finde, dieses Gelbe bringt nochmal so eine richtig tolle Frische rein. Ja, das ist nochmal besonders frisch mit dem Gelben mit dabei. Auch das Weiß finde ich ganz richtig schön dazu nochmal. Ja. Und dann haben wir auch so Aprikot- und so Lachstöne nochmal mit dabei. Also echt schön. Das stimmt. Also da könnt ihr so ein bisschen wählen und natürlich könnt ihr die Rosen auch immer als Detail einzelne Rosen als Floristik verwenden, kombinieren mit so ein bisschen Buchsbaum. Wir haben gleich auch noch den Kranz und dann könnt ihr für Kartendekorationen so kleine Arrangements gestalten. Ja. Das ist auch möglich. Oder für die Eier, das hatten wir doch auch. Oder was zum Beispiel ihr auch noch machen könnt, ist jetzt zum Schluss noch, wenn ihr so ein bisschen Highlight noch reingeben wollt, brusht die vielleicht in Silber oder Gold einfach noch mal so ein Highlight oben drüber. Das habe ich eben irgendwo bei einem Ei gesehen. Das war, glaube ich, eine rote Rose und die wurde gold gebrusht. Ich hole sie vielleicht gleich noch mal, dann gucken wir uns das vielleicht gleich noch mal im Detail an. So, wir können aber mit den Rosen auch unsere tollen Sträuße oder auch Kränze verzieren. Und dafür haben wir euch jetzt einen ganz besonderen Kranz mitgebracht, mit dem ihr jetzt natürlich tolle Dekorationen zaubern könnt. Denn wir haben unseren Dekokranz aus Buchsbaum reduziert für 2,97 Euro. Den kompletten Kranz könnt ihr natürlich so weiter verzieren und aufhängen. Oder, da hatte mich Sarah eben noch mal drauf angesprochen, man sichert sich noch einen zweiten und benutzt die als einzelne Picks, zum Beispiel, wenn man mit Floristik arbeiten möchte. Und da könnte man einfach sich die Rosen nehmen, das zeigt gleich Patricia auch noch mal. Und dann könnt ihr das einfach so total einfach kombinieren. Und schon habt ihr so kleine so Arrangements für Grußkarten, vielleicht für Eier, um die weiter zu verzieren. Das werden wir uns gleich angucken und vieles mehr. Aber erstmal unser Dekokranz aus Buchsbaum. Der hat einen Durchmesser von 19 cm insgesamt für 2,97 Euro. Und wir geben euch jetzt ein paar kleine Tipps, was man damit machen kann. Natürlich einen richtig tollen Osterkranz.
Oder viel mehr. Du hast jetzt erstmal die Rosen mitgebracht, das finde ich super. Genau, ich bin noch mal kurz in meine Ablage gelaufen und habe noch mal das eine Muster geholt. Und bevor wir uns die Grenze noch mal ganz genau anschauen, würde ich sagen, gucken wir uns das noch mal im Detail an, weil das sieht nämlich richtig klasse aus. Hier seht ihr es nämlich. Wir haben nämlich hier diese Rosen. Hier sehen wir sie mal noch mal ungebrushed. Und hier einfach noch mal so ein paar Highlights mit einer goldenen Royal Flash noch mal drüber gegangen. Ich finde, das wertet das Ganze noch mal mehr auf und man bekommt so eine persönliche Note noch mit dazu. So, und jetzt ziehe ich den hier einmal hier rein. Und wir sehen wir jetzt einmal noch mal unseren Kranz, wie wir den zum Beispiel weitergestalten können mit den Röschen. Es kam auch gerade die Frage, welchen Durchmesser die haben. Genau, da frage ich dich jetzt 2,5 cm haben die Durchmesser. Aber die sind ja aus Papier. Ja. Und ihr könnt die, wenn ihr wollt, kleiner machen oder die Blätter so ein bisschen weiter nach außen ziehen. Hier sehen wir mal so zwei verschiedene Versionen. Also hier ist es, kann man das so ein bisschen zusammendrücken, dann wird es ein bisschen kleiner. Und wenn ihr dann hergeht und könnt das hier nochmal so ein bisschen auch weitermachen, also je nachdem habt ihr natürlich auch hier die Versionen. So, hier sehen wir jetzt einmal den Osterkranz, einmal nochmal mit den frohen Festtagen, was man einmal mit reinpieken kann. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein schöner Türkranz. Ja. Dann klaue ich mir jetzt einmal den hier von der lieben Silvana. Und das sieht natürlich auch ganz klasse aus, wenn man hier zum Beispiel einfach ein XL-Ei einmal reingibt. Vielleicht gucken wir uns das einmal von vorne nochmal an. Genau, das sieht nämlich auch immer richtig schön aus. Also das wäre jetzt hier einmal mit einer Tauchfarbe gemacht oder das Ganze hier einmal nochmal mit so einem richtig schön beglimmerten Ei. Das sieht richtig klasse aus. Ist das schon so klein? Ja, müssten wir mal gucken. Könnte ein bisschen klein werden. Ist ein bisschen klein. Also ich wäre dann eher so bei aber der das Ei Variante. Könnte man dann groß machen. Zu den Eiern kommen wir jetzt auch gleich nochmal, die du gerade gezeigt hast und erklären euch, wie das funktioniert. Also ihr könnt das auch für eure Eier verwenden, um so eine tolle einen Strauß darum zu setzen. Genau, und auch hier wieder, ich habe jetzt einfach mal stellvertretend mal zwei von den Röschen mit reingesetzt. Das sieht natürlich dann auch immer total klasse aus. Und wenn ihr jetzt sagt, ich brauche jetzt aber ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal für meine Grußkartengestaltung, sehen wir das hier auch immer, das ist hier auch alles, wenn wir nochmal von oben gucken. Ich lege dir auch schon mal was dazu. Genau. Dann sehen wir, dass die hier alle auf so kleinen Stäben sitzen. Also es ist auch überhaupt kein Problem, hier mal was abzunehmen. Oder dann auch, wenn euch das mal passieren sollte und ihr wollt das gar nicht, ihr könnt das dann auch einfach wieder draufstecken. Also das ist überhaupt kein Problem, sollte euch da mal was abgehen. Aber auch hier einfach mal so ein Element. Wo habe ich denn jetzt mein Zweierding hier? Ich habe nämlich hier schon einmal mit so zwei Röschen. Und das könnte ich jetzt natürlich einfach hier so in den Hintergrund geben. Und kann dann hier das zum Beispiel so auf meine Grußkarte gestalten. Das ist ein Zweig und ihr seht, wie üppig der ist. Also ihr könnt da ruhig mal was rauszuppeln, wenn euch mal ein bisschen Grün fehlt für die Grußkartengestaltung und. Das ist klasse. Also der Grünton ist richtig schön satt und den kann man wirklich mit ganz vielen Farben kombinieren. Also du könntest jetzt wirklich alle Rosenfarben dazu nehmen und kombinieren und es wird trotzdem gut aussehen. Ja, ich hatte ja auch einfach mal bei dem hier mal so ein bisschen Rosa mit dazu gegeben. Ich stecke das mal einfach so ein bisschen rein. Man könnte oder aber auch jetzt Gelb. Rot, ne? Also wirklich jede Farbe passt optimal oder das Lila. Dazu. Also das ist wirklich schön, dass man hier wirklich spielen kann und ihr könnt euch so euren eigenen Blumen, Osterkranz oder Frühlingskranz. Es muss ja nicht immer alles Ostern sein. Es kann ja auch ein Frühlingskranz sein. Ihr könnt auch mehrere holen und dann für die Sommerzeit, vielleicht auch für den Herbst kann man noch mal gucken, was man da mit gestalten kann. Also ein paar Kürbisse dann dazu. Ja, also rund ums Jahr super verwendbar und zur Floristik ist immer wichtig, dass man das da hat und wir sehen ja auch, dass man kleinere Sachen damit machen kann. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch einmal den Osterkranz hochhalten, weil ihr fandet den so klasse. Also nochmal ein letzter Blick auf den, ganz leicht gezaubert. Und dann könnt ihr mit weiteren Materialien das natürlich noch mal ein bisschen weiterführen, wie zum Beispiel auch unsere Eier. Und ihr habt auf der Rückseite, das haben wir gerade gar nicht gezeigt, ihr habt natürlich auf der Rückseite auch einen Aufhänger. Ja. Also ihr könnt ihn natürlich super schön auch an eure Tür dann hängen. So, das war die Möglichkeit mit unserem Floristik Elementen zu arbeiten, sei es der Kranz oder aber auch die Röschen, sehr schön kombiniert. Wir werden jetzt weitermachen mit unserer nächsten Idee, die natürlich nochmal was ganz anderes ist und das sind unsere Eier. Wir haben nämlich geprägte Eier für euch mitgebracht, mit denen wir jetzt unterschiedliche Designs haben. Aber wir gucken uns einmal unsere 10 geprägten Eier an, denn ihr habt in dieser Sortierung 10 unterschiedliche. Komm mal so ein bisschen näher, damit wir sehen können, wie toll diese Eier geprägt sind. Und ihr werdet gleich total aus dem Häuschen sein, wenn ihr seht, was wir alles damit gestalten.
Was ich so besonders an diesen Eiern finde, ist, dass ihr teilweise die Prägung nach innen habt oder aber auch nach außen. Und jedes Ei ist so detailreich und verschieden, dass es immer wieder Spaß macht, etwas anderes zu gestalten. Also unsere 10 Eier für 1,98 Euro. Also wenn ich das schon sage, dann sage ich nur ein unglaubliches Angebot. Und dieses Ei haben wir ja schon kombiniert mit zum Beispiel Diamond Painting Steinen. Und schaut mal, wie klasse das aussieht, wenn ihr das komplett besetzt mit den Steinchen. Wir haben das gleich auch nochmal in einer anderen Farbe. Ihr könnt das Ganze aber auch tauchen. Und zwar in unseren ultramatten Puderfarben. Und da kommen wir zu der nächsten Aktion, denn das war eine super Kombination, die Eier einfach nur zu tauchen. Und wir waren schon so begeistert, wir wollten die gar nicht mehr weiter verbasteln. Das sah echt toll aus und dafür haben wir jetzt gesagt, wisst ihr was, unsere Tauchfarbe, das hatten wir, glaube ich, dieses Jahr noch gar nicht. Reduzieren wir auch. 50% Rabatt habt ihr da und ihr habt 6 unterschiedliche Farben. Und mir wurde schon erzählt, dass dieses Jahr dieser Aprikot-Pfirsichton die Lieblingsfarbe überhaupt ist. Also das ist die Trendfarbe, das dürfen wir schon mal verraten. Dieser tolle Aprikoton, den haben wir hier auch mit dabei. Und dann weitere Töne, die richtig schön ja, so abgedeckt sind. Ihr habt eine matte Farbe, dann könnt ihr natürlich mit Schmucksteinen weiterarbeiten, toll kombinieren. Und das ist unsere besondere Vintage-Matt-Effektfarbe. Viele von euch kennen unsere Tauchfarbe. Ihr könnt ja einfach die Eier eintauchen und dann bekommt ihr ein richtig schönes Ergebnis. Streifen- und läuferfrei und müsst gar nichts mehr machen. Also keine Pinselstriche sind zu sehen. Die ist richtig schön deckend, hochdeckend mit 250 Millilitern. Und wir werden euch gleich ein paar Möglichkeiten zeigen, wie wir das Ganze weiter verbasteln können. Also hier nochmal der Tipp, die Premium-Tauchfarbe mit 50% Rabatt für 4,98 Euro. Und damit könnt ihr so tolle Eier gestalten. Die Eier haben wir ja auch reduziert. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, wie wir tauchen, wenn wir diese Farbe haben. Also wir brauchen die Eier, die Farbe. Und eigentlich geht das jetzt kinderleicht. Ja, und wir brauchen noch einen Holzspieß. Das stimmt. Genau, dass wir natürlich auch das Ei untertauchen können. Und vielleicht was, wo wir danach den Holzspieß reinstecken können, das wäre vielleicht auch noch schön. Aber das haben wir hier jetzt schon mal vorbereitet. Und wir nehmen uns jetzt hier einmal das Ei und ich würde sagen, wir gucken einmal von oben. Oh, ich liebe auch diesen Effekt, wie das jetzt von dem Ei. Und jetzt gehe ich einfach gerade hier einmal rein und drücke so weit runter, bis mein Ei komplett einmal ummantelt ist. Und dann nehme ich es raus. Wenn jetzt hier oben noch mal so ein bisschen noch nichts, sag ich mal, dran gekommen ist, ist überhaupt kein Problem, weil die Farbe fließt im Nachgang in die andere Richtung. Und jetzt warte ich einen Moment, bis ich hier unten nicht so eine Laufnase mehr habe. Wir wollen natürlich nicht so viel von der ganzen Farbe verschwenden. Und wenn ich das jetzt dann gleich habe, dann zeige ich euch, wie das ganze Ei dann fertig aussieht. Ich kann dir schon mal ein paar Eier. Ja. Herbringen, dann kannst du dir gleich einmal zeigen. Und dann nehme ich das Ganze jetzt und stecke das jetzt einmal in mein Styropor rein. Und jetzt sehen wir hier einmal, ich kippe es nochmal, sehen wir jetzt hier einmal, oh sorry, einmal den nassen Zustand und hier einmal dann den getrockneten Zustand. Also das bekommt dann wirklich so einen richtigen ja, Vintage-Effekt. Und um das Relief jetzt noch ein bisschen weiter rauszuholen, habe ich mir hier jetzt schon mal einen Klecks Farbe hier einmal reingegeben, nehme mir einmal ein Softie-Kissen, gehe hier ein bisschen in die Farbe und dann ist es wichtig, dass ich meine Farbe abtupfe, so gut wie, dass fast nichts mehr dran ist. Und dann gehe ich mit ganz leichten Streichbewegungen, also gar keinen Druck ausüben, sondern so ganz, ganz, ganz leichte Streichbewegungen, gehe ich jetzt hier über mein Relief drüber und somit hole ich das Ganze hier nochmal richtig schön raus. Und jetzt sehen wir hier schon, wie toll dieser Effekt ist. Wichtig ist eben hierbei, dass ihr hier wirklich schaut, dass ihr mit ganz, ganz, ganz wenig Farbe arbeitet. Und so könnt ihr das Ganze dann noch weiter rausholen. Und das gibt es natürlich in den verschiedensten Farben. So, ich schiebe das einmal hier nach vorne, dann kann das nämlich weiter auslaufen. Ich kann das auch gerne wegpacken. Und jetzt haben wir hier einmal so ein richtig schönes Aprikot, unsere Trendfarbe. Dann haben wir hier einmal das Rosé, das wunderschöne Blau. Das ist so ein richtig schöner Pastellblauton. Also es sieht richtig klasse aus. Dann haben wir noch das Pastellgrün und das Pastelllila habe ich ja eben gerade einmal getaucht und nochmal gebrusht. Also das sieht richtig klasse aus. Dann sehen wir auch die unterschiedlichen Designs von den geprägten Eiern nochmal. Und hier ist jetzt das Diamond Painting Ei. Also ich habe euch ja das hier gezeigt. Patricia hat uns aber beide Möglichkeiten gegeben, weil
das Ei ist ja schon so geprägt, dass man diese Wellenform, kann ich irgendwie so nochmal dazwischen, genau. So sieht das Ei als Rohling aus und du hast es dann getaucht und dann komplett mit Diamond Painting Stein zu einer Hälfte belegt. Genau, ich kann mir hier ja so richtig schön dran orientieren, hier einmal an der Kante, die absteht und hier einmal, wo es reingeht und dann einfach mit dem Diamond Fix einmal bestreichen, trocknen lassen. Das ist wichtig. Ruhig da auch eine etwas dickere Schicht auftragen, warten, bis es komplett transparent ist und dann kann man ganz easy mit den Steinchen nochmal Das draufgeben. wurde hier auch gefragt, wie befestige ich die Diamond Painting Steine? Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Und das ist jetzt die Trendfarbe des Jahres. Genau, hier nochmal das Aprikot. Ich finde das auch ganz schön, weil hier haben wir jetzt mal ein Relief, was nach innen geht. Und das haben wir jetzt hier nochmal rausgearbeitet, indem wir auch nochmal ein paar Schmucksteinchen reingegeben haben. Hier in dem Fall würde ich einmal hier in die Vertiefungen einen Tropfen Schmucksteinkleber reingeben und dann die einzelnen Steinchen aufkleben. Sieht auch richtig klasse aus. Wir können das Ganze aber auch brushen. Hier sehen wir das Ganze nochmal in Gold. Dann sind wir nochmal mit ein bisschen Marmorzauber drüber gegangen. Oder auch die Technik, das finde ich auch ganz besonders schön. Hier haben wir mal das gebrusht, was oben drüber ist, über unseren, also was praktisch Eiern. die Erhöhung von unseren Eiern ist. Und hier haben wir ja noch diese Vertiefung. Hier habe ich mal nur mal das normal getauchte Ei. Sieht so schon schön aus, aber hier sind wir, haben es erst getaucht und sind dann nochmal komplett mit dem Gold drüber gegangen und haben dann so praktisch die Vertiefung nochmal mehr stärker herausgeholt. Was dann auch ganz besonders schön ist. Huch, hier hängt noch eins dran, dann nehmen wir beide. Hier zum Beispiel die Technik, die ist auch richtig schön. Die hast du mit Wendy gemacht. Das hat sie mir nochmal erklärt. Und zwar ist sie da mit einem Pinsel hingegangen, hat die Farbe auf dem Pinsel gestrichen und dann so richtig wie so Art geflitscht die Farbe drauf gelassen. Das sieht auch richtig klasse aus. Und hier auch nochmal das Multitool. Auch nochmal. Oh, ja, ich lasse das Licht lieber aus. Das Licht war ein bisschen zu hell. Hier auch nochmal Elemente reingegeben. Das sieht auch richtig schön aus. Für die Kamera leider ein bisschen zu hell, aber es sieht wirklich toll aus. Und wir haben eben schon festgestellt, man müsste es eigentlich gar nicht beleuchten. Nee. Allein mit dem Multifunktionswerkzeug unterschiedlich große Löcher da reinzufräsen, sieht echt toll aus. Hier das Ganze mal als Pick für die Blumen hier einmal reingegeben. Oder auch hier passen natürlich unsere Röschen wieder super schön mit dazu. Und dann einfach mal so ein kleines Element aus unserem Kranz gemopst und dann als grünes Highlight unten drunter gegeben. Also wir haben ja wirklich viele Eier bei uns im Shop in unterschiedlichen Größen, aber das sind ganz besondere Eier. Durch diese Prägung macht das natürlich ganz viel aus, weil wir, wie du schon gezeigt hast, entweder nur tauchen und dann spielen wir natürlich mit den Schatten, dass man das Motiv sehen kann, oder wir heben das nochmal hervor. Genau. Und seien es jetzt irgendwie kleine Blümchen, du hast jetzt nochmal Motive drauf, also ganz viele unterschiedliche Designs sind damit bei. Genau, das ist eben das Blümchen. Schöne, dass man da so spielen kann. Oder mal mit ein bisschen Perlen das Ganze noch weiter gestaltet. Und hier nochmal mit kleinen Schleifchen. Das sieht auch richtig schön aus. Und wenn wir jetzt einmal nach vorne schauen, da sehen wir nämlich unseren Osterstrauß hier auch nochmal ganz besonders. Also wir haben hier natürlich auch wieder mit den Löchern, ich komme Du einmal kannst auch hier gerne, rum, genau. genau. Hier sehen wir dann zum Beispiel auch nochmal mit dem Multitool hier nochmal einzelne Elemente rausgegeben. Mal matt, mal Diamond Painting oben nochmal mit dran. Hier als Highlight nochmal mit dazu. Also das sieht richtig klasse aus, wenn man da nochmal so ein bisschen spielt. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel auch unser komplett vollflächig belegtes mit den Diamond Painting Steinchen drin hängen. Genau. Und als Untergrund könnt ihr immer die Tauchfarbe benutzen. Die ist richtig schön matt Ja. und passt perfekt zu den Diamond Painting Steinen. Die funkeln ja. Sonst konkurriert das immer so ein bisschen, wenn beides glänzt. Aber die nimmt sich so ein bisschen zurück. Oder ihr taucht es einfach nur und macht ein Schleifchen dran, eine Öse drauf. Und zack, kommt das dann auf euren Osterstrauß. Und dann sieht es natürlich auch klasse aus. Man könnte jetzt auch einen großen Kranz damit bestücken. Wäre Klar, auch das geht möglich. natürlich auch, klar. Also viele Möglichkeiten, die ihr jetzt mit den Eiern habt, sei es auch mit Diamond Painting Steinen, mit Strassbordüren. Wir haben noch mal die Idee gesehen mit Perlen. Das Multifunktionswerkzeug war im Einsatz. Also ganz, ganz viele kreative Ideen. Ich glaube, da macht es richtig Spaß, wenn man diese Eier hat. Und ich glaube, diese 10 Eier sind sofort verbastelt. Ja, jetzt haben wir noch eine tolle Idee mitgebracht. Und die gucken wir uns direkt an. Das ist unsere letzte Bastelidee heute in dieser bunten Bastelshow zum Thema Ostern. Und jetzt zeigen wir euch unsere Kugelsteckornamente mit Nadeln. Das Ganze kommt so zu euch nach Hause. Ihr habt einmal die Steckornamente, 140 Stück, plus unsere Nadeln mit dem Perlenkopf, von denen auch nochmal 140 Stück für 1,75 Euro.
Und ich zeige euch mal, was ihr Tolles damit zaubern könnt. Und zwar so ein besonderes Ei, indem ihr einfach diese Steckornamente euch nimmt, die Perlennadeln dann einsteckt und mit Glimmer das Ganze dann ausglimmert. Total einfach gemacht. Und natürlich ein super edler Look. Also so ein Osterei haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Da kam uns die Idee ganz neu. Das sieht so richtig pompös aus. Oder? Also total interessant auch gemacht. Also man muss noch mal gucken, wie das Ganze glänzt mit dem Glimmer in deiner Farbe auch. Ja, ich habe schon gesagt, also wenn ihr so ein Ei macht, dann muss es natürlich in meiner Farbe sein. Ja, und das Ganze könnt ihr für 1,75 Euro bekommen mit der Artikelnummer 006527, also die Steckornamente plus den Nadeln. Und dann könnt ihr euch so ein tolles Ei gestalten. Und als Tipp, ihr könnt ganz viele verschiedene Styropor-Elemente damit ummanteln, wie zum Beispiel auch unsere Styropor-Torten, Herzen, Kegel und Kugeln. Vieles mehr. Kugeln, auch zur Weihnachtszeit, könnt ihr jetzt schon überlegen. Oder vielleicht auch so wie so eine Gartenkugel würde das auch toll schön aussehen. Ja. Muss man nicht immer Kugeln mit Weihnachten verbinden, oder? So, und wir erklären euch jetzt, wie wir mit diesen Kugelsteckornamenten und den Nadeln so ein tolles Ei zaubern. Und auch hier hast du die Tauchfarbe als Grundierung verwendet. Genau, hier einfach das Styropor einmal mit der Tauchfarbe einmal bestrichen. Oder ihr könnt es natürlich auch übergießen. Das könnt ihr auch machen, je nachdem. Mhm. Dann würde ich euch nur empfehlen, nehmt euch so eine Wanne, damit ihr die Farbe natürlich auffangt und dann wieder zurück in den Becher gebt oder eine Schale oder so. So, das haben wir jetzt einmal gemacht. Dann brauchen wir natürlich Bastelkleber, Glimmer und unsere Steckornamente. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal wieder nach oben. Los geht's. So, wir nehmen jetzt hier einmal unser Ei. Und dann tragen wir jetzt hier einmal ein bisschen was von unserem Kleber hier auf. Mhm. So. Das muss erstmal gar nicht so sauber sein. Und jetzt verteile ich das hier so ein bisschen mit dem Pinsel. Aber da wirklich partiell, also noch nicht zu viel auftragen, nicht, dass euch das antrocknet. Mhm. So, und jetzt nehmt ihr einmal euer Element, gebt das hier einmal auf. Und jetzt nehmt ihr einmal die Nadel und piekt das hier einfach einmal rein. Das ist euer erstes Element. Dann lasst ihr jetzt ein bisschen Abstand, nehmt das zweite Element und piekt das nächste hier einmal fest. Und so arbeitet ihr euch vor. Das heißt, wenn ich jetzt hier das soweit fertig habe und sage, okay, hier muss ich jetzt nichts mehr pieken, dann nehme ich jetzt hier einmal meinen Glimmer, streue ich jetzt einmal meinen Glimmer drauf. So, und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das jetzt machen könnt. Ich persönlich mache es immer so, weil der Stäbchenglimmer soll sich ja jetzt aufstellen, dass ich das Ganze umdrehe und von hinten dagegen klopfe. Wird nur schwierig, wenn jetzt hier schon was ist. Das heißt, das könnt ihr nur am Anfang machen, weil somit stellen sich die kleinen Glimmerpartikelchen natürlich auf. Und so arbeite ich jetzt dann weiter. Das heißt, ich habe jetzt hier angefangen. Ich nehme jetzt wieder ein bisschen was von meinem Bastelkleber, streiche das hier wieder ein. Und verteile das hier wieder so ein bisschen und kann dann hier jetzt wieder weiterarbeiten. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die zeige ich euch natürlich auch noch. Das heißt, ihr habt hier wieder euren Glimmer, den ihr hier drauf tragt. So, und dann nehmt ihr euer Ei, nehmt euch einmal so eine Folienhülle, wo ihr eigentlich Karten reingebt, packt euer Ei hier rein, gut festhalten jetzt hier oben und schüttelt das jetzt einfach. Das ist jetzt die zweite Möglichkeit. Das würde ich dann natürlich machen, wenn ich dann es nicht mehr anfassen kann. Und dann arbeitet ihr euch natürlich immer weiter. Mhm. Ich habe jetzt natürlich nur vier Elemente gemacht. Ihr müsst euch das natürlich jetzt mit dem vollflächigen Ei vollstellen. Dann sieht das natürlich dann gleich viel, viel besser aus. Und dann seht ihr jetzt hier dieses Funkeln. Und dadurch, dass die transparent sind, nehmen die jetzt natürlich den Untergrund an und das funkelt so richtig schön. Ein super interessantes Osterei, was ihr natürlich mit dieser tollen Technik ganz leicht zu Hause nachgestalten könnt. Also denkt auf jeden Fall an unsere Kugelsteckornamente mit den Nadeln, die schon mit dabei sind. Und dann könnt ihr euch so ein tolles Osterei gestalten. Wir gucken jetzt einmal ganz schnell gemeinsam rein, was uns an nächsten Terminen und auch an Empfehlungen, die wir jetzt euch mit dazu getan haben, erwartet. Also wir gucken einmal kurz in die Empfehlungen rein. Alles, was wir verbastelt haben, eben wurde zum Beispiel gefragt, wie groß muss das Ei sein für den Buchsbaumkranz. Ich habe das eine Glimmerei, also das beglimmerte Ei, habe ich mir angeguckt und gemessen. Das war ungefähr 16 cm hoch. Das könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Oder das 10 cm Ei, wenn ihr möchtet. Das hast du jetzt für die Steckornamente verwendet. Genau.
Dann haben wir ganz viel Streudeko und vieles, vieles mehr, was ihr natürlich euch in Ruhe dann nochmal angucken könnt nach der Sendung. Unsere nächsten Termine gucken wir uns auch nochmal an. Und zwar am Mittwoch haben wir wie jede Woche um 15 Uhr Karins Bastelclub und abends dann auch nochmal eine Stunde bei QVC2 mit tollen neuen Ideen. Und wir machen natürlich Montag weiter. Ich habe jetzt mal unsere Lieblingsideen hier so hingestellt, sei es der Kranz, der Hase mit der Lichterkette oder auch unsere tollen Dekoformen, unsere Boxen war schon in Feierabend. Genau, unsere Eye-Boxen. Der war schon bei der Schokolade. Genau, ich war schon bei der Schokolade. Ich habe mir jetzt schon aufgemalt, wie lecker diese Eier jetzt gleich schmecken. Die essen werden. Wir gleich zusammen, ja, mit einem Kaffee, so wie ihr das jetzt auch gemacht habt. Also viel Spaß mit den Ideen natürlich, die wir euch heute gebracht haben. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass wir heute mal so ein bisschen bunt gemixt haben und ganz viele unterschiedliche Ideen hatten, die wir mit euch teilen wollten. Und wir müssen noch was teilen, und zwar den Gewinner. Genau. Wer hat denn heute gewonnen? Wir lesen gemeinsam vor. Gewonnen hat heute beim Gewinnspiel Diana Heidler. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem Überraschungspaket, was wir jetzt gleich zusammenpacken, bevor wir uns an die Schokolade setzen. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine tolle Bastelwoche und sehen uns natürlich erst Mittwoch bei QVC und dann wieder Montag hier live. Bis dahin. Tschüss.